Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Mit Grün und Salaten. Als Vorspeise zu unserem Mittagessen. Frühstück seht ihr jetzt und dann Mittagessen. Guten Morgen Ladies, zu meinem Sonntagsfrühstück. Heute gibt es 4 Reiswaffeln mit Butter und Erdbeermarmelade und im Moment trinke ich total gerne Früchtetee. Das ist einer von Teekanne und den habe ich euch im Food Hall am Montag gezeigt. Soll ich sagen, was es gibt? Ja. Naja, verschiedene grüne Salate heute. Batavia, Quellsalat, Portulak, Postilein. Was? Chicorée. Was ist ein Postilein? Portulak. Na, ja, genau. Portulak ist Postilein. Noch nie gehört. Chicorée, Radicchio, Tomaten, Karotte. Kürbiskerne. Geröstete. Wir haben jetzt unseren Hauptgang. Meine Mama hat einen Kartoffelauflauf gemacht. Genau, mit Grünkohl, Kartoffel, Brokkoli, Bohnen, Karotten, Mais, Wirsing, Mais, Zwiebeln. Zwiebeln. So, es gibt jetzt noch eine Nachspeise und zwar hat meine Mama eine Buchtel gemacht mit Zwetschgen und dazu gibt es Kakaosahne. Pflaumensahne. Was? Pflaumensahne? Ich dachte Pflaumenbuchteln. Pflaumenbuchteln, Pflaumensahne. Ah, also Pflaumenbuchteln und Pflaumensahne. Wir sind jetzt im Café und ich habe mir 2 Stück Zitronenkuchen bestellt und eine heiße Schokolade. Meine Mama hat 2 Stück Marmorkuchen, also 2 Stück ist eine Portion. Und Stefan hat eine Donauwelle, oder? Ja, jetzt kommt eine halbe. Das ist der Marmorkuchen. Und das ist mein Zitronenkuchen. Meine heiße Schokolade, die Sahne ist leider etwas untergegangen und meine Mama und Stefan haben Zitronentee, wollte ich sagen, Pfefferminztee. Bei mir gibt es jetzt Abendessen und als erstes esse ich eine Ananas als Vorspeise quasi. Und dann habe ich mir hier schon 2 Eier in den Topf gegeben, weil ich gleich noch Brot essen werde mit Eiern, aber das zeige ich euch dann nachher. Das ist jetzt meine Spezialkreation und zwar 2 Scheiben Brot mit Philadelphia Frischkäse und darauf habe ich mir jeweils ein Ei aufgeschnitten. Da sind noch die Reste. Das Ganze dann gesalzen und mit Ketchup bestreut. Hört sich vielleicht komisch an, aber schmeckt echt gut und ich hatte das schon lange nicht mehr. Heute hatte ich mal wieder Lust drauf. Für mich gibt es jetzt noch eine Nachspeise und zwar von Zott Sahne Joghurt Mascarpone Duett in der Geschmacksrichtung Erdbeer Vanille und dann esse ich 2 Merci Petits. Und zwar herbe Schokolade, Dark Cream. Ich habe heute von meiner Mama ein Primelchen geschenkt bekommen. Und Stefan hat mir diesen Teelichthalter gebaut. Eindeutig überbelichtet. Also irgendwas stimmt hier mit dem Licht hinten und vorne nicht bei meiner Kamera. Auf jeden Fall ist es hier so ein Holz oder so ein Stamm. Oder ein Stück aus dem Stamm, das hat er zurechtgeschnitten, halbiert. Und dann hat er hier für die Teelichter das so ausgestanzt oder wie auch immer er das gemacht hat. Und dann kann man eben hier ein Teelicht reingeben. Guckt mein Liebespaar an. Das sind Bruno und Holly. Das ist die Holly und das ist der Bruno. Wir sagen Adieu. Adieu. Live like a lady. Und noch einen schönen Tag an euch. So geht's. Tschüss.